Hey, hallo, schön seid ihr da. Heute möchte ich mit euch besprechen, wie wird denn unsere Persönlichkeit bzw. unsere Reaktion, unser Verhalten in Stresssituationen geprägt. Und ich habe ein schönes Beispiel für euch mitgebracht. Stellt euch vor, ihr seid ein Baby und euch juckt der rechte Fuß. Und als Baby kannst du ja nicht denken, jetzt juckt der rechte Fuß und jetzt sollte irgendjemand kratzen, sondern dir juckt der rechte Fuß und du kannst nichts dagegen machen und du entwickelst einen Stress in dir. Und dadurch, dass du einen Stress entwickelst, fängst du an mit Schreien. Und was macht Mami? Sie steckt dir die Brust im Mund. Das hilft eine Zeit lang und dann merkt Mami, dass du ja gar nicht trinkst. Und dann fängt sie an, dir die Windel zu wechseln. Das lenkt dich auch ein Stück weit ab. Und auch das hilft eventuell nicht. Und dann hat sie eine tolle App und macht den Föhn an oder den Staubsauger. Und das lenkt dich so sehr ab, dass du dann nicht mehr an deinen Fuß denkst und dann nur noch an den Föhn oder den Staubsauger. Und dann beruhigst du dich wieder. Und eventuell ist dann auch das Jucken im Fuß wieder weg. Was hast du gelernt? Du hast gelernt, in Stresssituationen muss ich mich ablenken. Entweder muss ich was essen, mir was in den Mund stecken oder ich gehe staubsaugen. Denk mal drüber nach. Wie reagierst du in Stresssituationen? Was ist dein Verhalten in Stresssituationen? Schreib mir das doch mal in den Kommentaren. Gerne darfst du mich abonnieren und liken. Vielen Dank.